Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier mit Horizon Zero Dawn. Und eigentlich wollten wir zu Erend, ja, weil wir wollten ja den Tod seiner Schwester untersuchen, aber ich bin hier auf einen langen Hals gestoßen. Und deswegen habe ich mir gedacht gehabt, das könnten wir doch eigentlich zuerst machen, oder? Haha, weil wenn schon, denn schon, ja. So, pass mal auf, da oben ist auch noch so einer. Weg mit dem. Die anderen haben nichts gemerkt. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich ganz schnell darüber komme. Ich muss auch mal gucken, wie ich da hochkomme. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung. Ja, irgendein Weg wird es hier hochgeben, ne? Weil ich kann mir nämlich vorstellen, dass ich mich irgendwo von da aus, nämlich... Ah, hier, guck mal, da geht's nach oben. Da geht's nach oben, da geht's nach oben. Yay! So, okay, alles klärchen. Sehr schön. So, guck mal, hier habe ich platt gemacht. Yay! So, weil eben war da nämlich auch schon ein Schnappmaul. Das habe ich auch schon alle gemacht. Da. So, dann kann ich mir jetzt vorstellen, dass ich mich hier auch von hier aus nämlich auf den Dings Langhals nämlich draufkomme. Von hier aus auf den Langhals springen. Ja, das habe ich mir auch gerade gedenkt. So, wo ist er denn gerade? Da ist er. Da ist er. Jetzt müssen wir kurz warten, bis er hier ist. Okay. Hier irgendwas Böses. Okay, dann lassen wir das erste Mal. Haha. So, kann ich irgendwas hier... Ja, sehr schön. Oh, herrlich. Wir brauchen ja Munition, ne? So, da oben auf den Langhals müssen wir drauf. Dann können wir nämlich wieder ein Stück der Karte freimachen, weil die Karte, die ist ja noch so ein bisschen verdeckt, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass dann hier einiges an Gebiet frei wird. Also hier wird dann wahrscheinlich einiges drumherum frei werden. Oh yeah. Das ist sich schön. So. Verdorbene Zone. Okay, alles klärchen. Sehr schön, sehr schön. Müssen wir mal jetzt gucken, ne? Müssen wir halt mal gucken. Okay, alles klärchen. Da kommt er. Da kommt er. Oh yeah. Warten wir ganz kurz. Okay, dann hier rüber springen. Okay. Entschuldigung, da war was im Hals. Also es gibt, glaube ich, hier die Möglichkeit rüber zu springen und da drüben die Möglichkeit rüber zu springen. Okay, alles klärchen. So, mein lieber guter Langhals. Du, ich hab mal vor, auf dich drauf zu springen, wenn recht, ja? So, pass mal auf hier. Und flupp. Haha, bin drauf. Okay. Jetzt hoch auf seinen Kopf. Ganz genau. Okay, wo jetzt hin? Ah, dahin. Blup. Alles klärchen. Da hoch. Und blup. Komm, Aloy, einmal bitte da hoch. Dankeschön. Uiuiuiuiuiui. Aloy. Mach mich nicht fertig. So, und einmal überbrücken. Dankeschön. Ach, es läuft. Und flupp. Haha. Perfekt. Ah, herrlich. Okay, wie sieht's jetzt hier aus? Hier, guck mal. Yes. Oi. Und hier, was er mir jetzt hier alles anzeigt. Ja, das ist doch wunderprächtig, oder? Das ist sich doch wunderprächtig. Okay, wo muss ich eigentlich dann... was wäre als nächstes? Ach, ich müsste dann da hoch. Nee, da geht's noch nicht hin. Nö. So, okay. Muss ich aufpassen. Weil wahrscheinlich wird hier unten einiges am bösen Zeug gemacht, ne? Wupp. Okay. Oh. Geh mal schnell hier rüber. So, und dann werden wir jetzt erstmal gucken, dass ich mir die richtige Quest auswähle. Weil tatsächlich habe ich nämlich dann jetzt vor... Sorry, du hast mich zu sehr verfolgt, ja? Nicht auf die Pelle rücken, wenn ich bitten darf, ja? Oh, und flupp, auch tot. Sehr schön, läuft. Herrlich. So, okay, Quest. Quest,
So, okay. Das Feld der Gefallenen. Nein, Nebenquest. Auf in die eisige Wildnis. Nein, Aufträge. Hier, Kollateralschaden. Ja, da, das wollen wir jetzt machen. So, da wollen wir hin. Okay. Das ist da drüben irgendwo. Sehr schön. Auf dem Weg kann ich wieder ein bisschen sammeln. Oh yeah, oh yeah. Ja, ich habe den nächsten Langhals überbrückt. Yay, das ist cool. Das ist richtig nice. Wie gesagt, wir brauchen hier wieder einiges. Ach du Scheiße, was bist du denn für einer? Könntest du mal bitte in der Luft stehen bleiben, ja? Damit ich dich treffen kann. Plopp. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Ich glaube, der ist am Arsch. Okay, sehr schön. Doppelte Maschine. Dankeschön. So, ich sollte auch mal sehen, dass ich mal mit einem stillen Schlag einige Maschinen platt mache. Weil das große Problem ist nämlich, sonst, dass ich immer zu viel Munition verballer. Und das ist nicht schlecht, ne? Okay. So, pass mal auf. Hier nehmen wir natürlich auch ein bisschen was mit. Danke. Okay, das sind keine Bäumchen, die ich mitnehmen darf. Schade. Schade. Ich kann mich entspannen. So. Ach, da war ja der Vogel. Da war er ja. Da war er ja. Flupp. Wollen wir mal gucken, was er Intus hatte. So, was hast du Schönes in dir? Dankeschön. Ach, herrlich. Okay. Dann begeben wir uns mal wieder auf den Weg. Ja, sehen wir zu, dass wir da mal ein bisschen schneller vorwärts kommen. Aber wie gesagt, diese Nebenquest, die würde ich jetzt heute gerne schon hinbekommen, ne? Das wäre es jetzt heute. So, kaputt. Ich mach dich kaputt. So, Maschinenkill wieder gehabt. Jawohl, das bringt Punkte, Leute. Das bringt Punkte. Ist hier noch einer von denen? Nein? Alles klärchen. Sehr schön. So, du hängst aber da komisch im Baum drinne. Was ist los mit dir? So, da, guck mal hier. Nehme ich mit. Dankeschön. Läuft. Ach, da ist noch einer von denen. Uha. Und flop, du wirst mir gehören. Da. Oh yeah. Na, Kollege, alles fit? Ja, das ist doch bald weinig, ne? So, okay, können wir nämlich hier in Ruhe weiter. Und der räumt nämlich dann hier ein bisschen auf. Ah, so haben wir doch keine Schmerzen, oder? Oh, Fuchs. So, sorry Fuchs, tut mir leid, aber ich brauche leider deine Innereien. Da ist noch ein Vögelchen, das nehme ich auch noch schnell mit. Nicht wegrennen. Bitte. So. Das hebe ich mir für später auf. Dankeschön. Okay. Da ist noch so ein Vögelchen. Hallo. Mach ich dich alle, bin ich dann froh. Gute Nacht. So. Ist da noch irgendwas Böses oder so? Was ist da hinten? Was macht da rum? Okay, ganz fette Viecher machen da rum. Okay, alles klar. Dann wollen wir uns da natürlich mal fernhalten. Ne? Hopp. Dankeschön. So, wo müssen wir hin? Da müssen wir rüber. Alles klar. Oh yeah. Hier, guck mal, hier die ganz fetten Dinger, du. Die ganz fetten Dinger. Okay. Dann mal ins Gebüsch. Bring das hinter uns. So. Läuft. Perfekt.
Hey, Dankeschön für die Ersatzteile. Freut mich gar sehr. So, wo war der andere, den ich platt gemacht habe? Da ist der andere. Okay, alles klärchen. Dankeschön. Da ist noch ein Schnappmaul. Aber den will ich doch gar nicht. Okay, wo müssen wir hin? Wir müssen darüber. Alles klärchen. Aber wie gesagt, ich versuche jetzt erstmal so schnell wie möglich nämlich dahin zu kommen, wo ich hin will. Guck mal hier. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Dankeschön. Plopp, kaputt. Ach du Scheiße, das ist ja auch noch einer. Nein! Auf den habe ich gar nicht geachtet. Ich wusste gar nicht, dass du hier bist. Es tut mir leid. Das gibt's doch nicht, ey. Lob. Kaputt. Eieieiei. Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet, Leute. Aber mal so wirklich gar nicht. Okay. Hallöchen, Hallöchen. So, ach stimmt ja, hier war ja was. Ach, das war gar nicht mit Erend gewesen. Ah. Okay. Aloy, eine Frau, die ihr Wort hält. Olin, deine Familie. Ich sah Helis Drohung. Du hast eine Frau und einen Sohn? Ich hätte sie lieber beschützen sollen, statt all diese Dinge zu tun. Das ist deine Chance, Olin. Deshalb sind wir hier. Ich nutze sie. Du bist wirklich zu großmütig. Hält man sie in der Nähe fest? Ja, auf dem Gehöft unterhalb der Felsen. Ich führe dich. Da ist es. Da neben den Spornfelsen. Okay. Alles klärchen. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Rettungsaktionen. Nicht vor Besitzer nachdenken. Oh, zu spät. So. Ah. So. Da bin ich. Das ist es. Ich bin so nah dran und kann immer noch nicht. Es ist bald vorbei. Wie viele waren? Wie viele Eclipse sind es? Soweit ich weiß, recht viele. Bewaffnet und gerüstet. Bogenschützen auf den Felsen. Sie haben aber keinen Platz für Maschinendämonen. Okay, wie kommen wir rein? Du hast sie ja beobachtet. Wie komme ich hinein? Glaubst du, wenn ich Strategien entwickeln könnte, wäre auch nur einer von uns beiden hier? Stimmt wohl. Wir könnten das Tor stürmen, Osaram-Stil. Oder von der Seite, oder von oben kommen. Vielleicht kommst du irgendwie aufs Dach. Ich nicht. Ich bin viel zu schwer. Okay, alles klar. Wir legen einfach mal los. Kann ich das allein machen? Du könntest es bestimmt. Aber mit den Eclipse hast du immer Feinde im Rücken. Ich halte ihn dir frei, wenn du mich lässt. Okay. Ich mach's alleine. Nein. Warte hier. Sei bereit, wenn das Kämpfen vorbei ist. Oh, ich bin bereit. Okay, alles klärchen. Wir wollen ja nicht, dass er stirbt, ne? Wir passen mal ein bisschen auf. So, pass mal auf. Wir müssen mal hier gucken. Wie viele machen da rum? Okay, alles klar. Da ist einer. Zwei. Drei. Hier müssen sie Olins Familie festhalten. Vier. Fünf. 6, 7, 8. Bis jetzt. Bis jetzt. Okay, alles klärchen. Da oben ist auch einer. Upp, der ist schon mal weg. Einfach weitergehen. Oh, keine Munition. Das ist schlecht. Ganz schlecht, ganz übel. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Bin ich da? Ich bin ein Geist. Nicht entkommen lassen. Hab ich nicht vor.
Also ich lasse euch auf jeden Fall nicht entkommen, ja? So viel ist klar. Okay, 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 okay. Strategie. Aufpassen! Suche abbrechen! Ziel gefunden! Was? Ziel gefunden? Hast du gar nicht, ja? Hast du gar nicht! Okay, mal gucken. Vielleicht komme ich doch irgendwie da außen rum hin. Raus da und suchen, Brüder! Tot. Haha. Hast du was? Nee, aber ich hab was. Mir nach. Gute Nacht. Oh. Wo? Oh. Ach, da oben. Servus. Klopp. Ich bin gar nicht hier. Genau, ich bin gar nicht hier. Ihr seht mich nicht. Versteck dich so lange du willst, das wird dir nichts nützen. Oh doch, bring mir doch was, merkst du doch. Merkst du doch. Lop. Hab ich dich. Ich hab dich, haha. So. Lop. Ich hab nen Schlüssel. Ich hab nen Schlüssel. Todbringergewehr. Echt jetzt? Yay. Läuft. Aber brauche ich jetzt nicht mehr. Hat sich erledigt. So, okay. Dankeschön dafür. So, wollen wir mal hergehen und wollen wir hier mal schnell ein bisschen was ausräubern, ja? Keine Sorge, ich gehe dann gleich auch noch her. Die Familie wird natürlich gleich befreit, ja? Aber erstmal muss ich hier, guck mal hier. Zeig die Bumm. Peng. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Das ist natürlich richtig, ne? Okay, warte mal kurz. So, okay. Pfeifen wir uns hier einen rein. Sehr schön. So, bevor ich wieder was Falsches drücke. Alles klärchen. So, und Dankeschön. Läuft. So, hier sind auch noch ein paar. Ah, oh, da läuft so einer drin. Oh. Okay, alles klar. Warte mal. Aber vielleicht kann ich mal schnell eine Tasche vergrößern. Ist das möglich? Herstellen. Tragekapazität. Gibt es da irgendwas für Tränke? Nee, ne? Waffen, Outfit, Rohstoff, Modifikation, Trankbeutel. Was würden mir da noch fehlen? Fischgräte. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Sollten wir mal auf Fischjagd gehen, ne? Das wäre mal was. Okay, alles klärchen. So, gucken wir mal, was hier oben so Schönes gibt. Nix, nada. Okay, alles klärchen. So. Aber ich habe den Schlüssel. Genau. Sie müssen da drin sein. Na los, na los. Hallöchen. Na, servus. Wie läuft? Wir haben den Lärm gehört. Du gehörst nicht dazu. Wer bist du? Keine Angst. Ich hole euch hier raus. Ich hatte immer noch Hoffnung. Aber sie wurde immer schwächer. Ist es jetzt sicher für uns? Euch wird niemand mehr aufhalten. Dann ist es vorbei? Ich wollte fliehen. Ich schmiedete Pläne. Doch alle gefährdeten meinen Sohn. Du hast überlebt, ihn beschützt. Das ist wichtig. Und dein Mann wartet auf dich. Olin. Ja, Olin. Ganz genau. So. Plupp. Und zack. So, Olin. Das Kämpfen hatte aufgehört. Olin. Du hast ihn hergebracht. Danke. Du musst mir nicht danken. Ich muss viel gestehen. Ich schloss einen teuflischen Pakt. Und andere büßten dafür. Und du glaubst, das weiß ich nicht? Ich hörte sie reden. Ich hatte schon immer Schmutz an den Händen. Und jetzt auch Blut. Nimm deinen Sohn an diese Hände. Komm mit uns zurück ins Anrecht.
Du solltest auf sie hören, Olin. Aber Helis und die Dämonen. Es geht mir um Ehrerfüllung, Aloy. Mit dem letzten bisschen Ehre, das ich noch habe. Olin, all deine Fehler, mach sie nicht bei mir wieder gut. Geh mit deiner Familie. Zeig ihnen, was in dir steckt. Genau. Leb wohl, Aloy. Deine Mutter. Ich hoffe, du findest sie vor ihnen. Sehr schön. Ach, herrlich. Leute, es läuft doch. Es läuft. Yay. Okay, was hatten wir als nächstes gehabt? Ha. Was hatten wir als nächstes gehabt? Ich muss mal kurz in die Quests reingucken. So, Quests. So, Nebenquests. Okay, auf in die eisige Wildnis. Nein, das war's noch nicht. Aufträge. Jagen für die Loge. Rede mit Ligan. Bestehe 3 Prüfungen. Ne, Moment nicht. Habe ich keine Lust dazu. So, Langhälse habe ich gemacht. Jagdgebiete. Okay. Nee, nicht wirklich. Nee. Aber ich wüsste, was ich heute machen könnte. Ha! Ich wüsste, was ich heute noch machen könnte. Das ist bestimmt lustig. Okay, warte mal. Ich gehe mal auf die Karte. So, wo war denn das gewesen? Mal gucken, wo das war. Wo war denn das gewesen mit dem Dings? Dingsbums. Bumsdings. Ha? Okay, hier war es auf jeden Fall nicht gewesen. Wo müssen wir da hin? Ach, das war hier gewesen, ne? Ja, das war hier gewesen. Da müssen wir hin. Also, hier oben. Da will ich hin. Zack. Den Riesenwurm machen. Der ist lustig. Wir machen heute den Riesenwurm. Hallöchen. So, einmal bitte speichern. Dankeschön. Läuft. So, okay. Alles klärchen. So, pass mal auf. Handle mit Händler. Mal gucken, was er so im Angebot hat. Hat was Cooles? Waffen? Warte mal, ich guck mal. Was hast du denn hier so Schönes? So, okay, du hast das hier. Aber der ist genauso gut wie meiner. Der ist genauso gut wie meiner. Obwohl er eigentlich beim Dingster 400 hat. Ja, aber nee. Okay, warte mal. Ich will aber Sachen mal verkaufen, ja? Rohstoffe. So, was habe ich denn hier alles für dich? Rohstoffe verkaufen. Was ist das hier? Alte Skulptur. Kann ich die Sachen verkaufen? Bestimmt, oder? Die kann ich bestimmt verkaufen. Aber ich warte noch. So, okay. Altes Amulett. So, Schnapperherz. So, von was habe ich denn ganz viel? Ha? Was ist denn das hier? Okay, dieser seltene Kristall ist bei Händlern begehrt. Okay. Gehen wir einfach mal her und verkaufen einfach mal ein bisschen was, ne? So. Hauptsache, wir kriegen hier ein bisschen Platz drin. So, das sollte erstmal reichen. Okay, von was habe ich noch ganz viel? Was ist das hier? Graserlinse? Graserlinse, genau. Da können wir auch mal welche verkaufen. Dann kriegen wir auch wieder ein bisschen Platz im Inventar. So, was habe ich hier noch? Okay, hier Schweinsknochen. Ja, die lasse ich noch drin. Die kann ich vielleicht noch gebrauchen. So, okay, warte mal. Was ist hier noch? Okay, gewöhnlich. Alte Ruinen. Verkauf gegen Metallscherben, okay. So. Ansonsten, glaube ich, bringt mir das ja nicht viel, ne? Okay, Verkauf gegen Metallscherben, alles klar. Hier wird alles verkauft. Eine Markierung darauf lautet der Red Rock Handtaschendesign, okay? Einfach mal verkaufen. So, zack. Das hier auch verkaufen. Sehr schön, habe ich. So, was habe ich jetzt hier noch, was ich verkaufen kann? Winziges Fleischstück, okay, ja, nö. So, jetzt haben wir mal ein bisschen was verkauft. Okay, Waffen, Modifikationen, Fallen, Tränke, okay. So, was kann ich denn verkaufen? Warte mal hier. Rohstoffe. Ich hätte mal gerne Rohstoffe. Hast du Fischkreten? Hast du natürlich nicht, ne? Hast du natürlich nicht, okay, alles klar. Aber du hast doch bestimmt hier Gratis-Probekiste. Die nehme ich. Dankeschön. So. Okay, alles klar. Wollen wir mal ganz schnell hier gucken. Inventar. Schatzkisten. Ach du Scheiße, was ich da alles gesammelt habe, ey. Oha.
Kann ich nicht mitnehmen. Okay, alles klärchen. So. Okay, warte mal. Oh yeah, Leute. Läuft. Dankeschön. Ach, herrlich. So, aber jetzt wollen wir uns mal ein bisschen ranhalten, ja? Weil wir wollen natürlich hergehen und wollen den Riesenwurm machen. So, pass mal auf, da ist der Kollege. Nebenquest. Hallöchen. Na? Lass mich in Ruhe, Fremde. Ich brauche keine Söldner. Ich brauche ein Wunder, das mir sagt, wer meine Männer ermordet hat. Ich kann gut Spuren lesen. Vielleicht kann ich helfen. Was ist passiert? Das war Massenmord. 5 Nachtwächter geschreddert wie Weißkohlen hier im Steinbruch. Okay. 5 Männer ermordet? Wie? Weiß nicht. Einer war ein Kumpel von vor der Befreiung. Wir haben hier als Sklaven des verrückten Königs gearbeitet. Mein Freund, möge er ewig im Licht schreiten, konnte kämpfen. Wer das getan hat, muss trickreich gewesen sein. Okay, waren es Maschinen vielleicht? Was ist mit Maschinen? Eher nicht. Hier ist alles gut gesichert und Opfer von Grauhabichten sehen anders aus. Aber es gibt doch bestimmt irgendetwas Ungewöhnliches, oder? Kam dir hier irgendetwas seltsam oder ungewöhnlich vor? Mal sehen. Oh ja, Leichenteile und das Blut. Verzeihung, ich stehe unter Druck. Ich bin Mord nicht gewohnt. Nein, nichts Ungewöhnliches, tja, außer, dass wir neulich ein bisschen gesprengt haben. Und Sarawat sagte, nein, das ist zu dämlich. Okay. Setzt ihr hier Sprengstoffe ein? Klar, wir müssen immer mal Felsgestein abtragen. Das machen wir etwa eine Woche pro Jahr. Aber das hat nichts mit den Toten zu tun. Sie wurden zerrissen und nicht gesprengt. Und wer ist Sarawat? Was genau hat Sarawat gesagt? Oh, gar nichts. Er brabbelte was von einem Steinhaufen. Sagte, er sei gestern noch nicht da gewesen. Ich sagte, dass dies ein Steinbruch ist, wo Steinerücken nun mal dazugehört. Da kommt es schon mal vor, dass man Steine bewegt, Trottel. Ja, aber vielleicht haben sie sich auch von alleine bewegt. Schon mal dran gedacht, ha? Ich sehe mich mal im Steinbruch um. Wenn du meinst, dass das hilft? Natürlich. Okay, runter in den Steinbruch. So, wo müssen wir denn hin? Ja? Da müssen wir runter. Okay, alles klar. Alles klar. Nein. Nein. Quest. Nebenquest. So, das hier. Das will ich machen, ja? So, wir müssen da runter. Wenn die Sonne will, wird Avad das Land von der wachsenden Verderbnis befreien. Okay, wie komme ich da am besten rein? Ohne, dass ich mir gleich alle Knochen breche. Ha? Ein schöner Tag. Ich fühle mich so motiviert. Muss ja irgendeinen Eingang geben, ne? Oh, wunderbar. Ah, wusste ich doch. So, plupp. So, bevor ich aber jetzt da reingehe, erstmal hier nacharbeiten. Ist klar, ne? Da ist sich etwas Böses da unten in dem Boden. Oh je, du bist wirklich groß, was? Oh yeah. Holy moly. Holy shit. Ey. Sag mal, was ist los mit dir? Ha? Oh, du warst aber schnell hinüber. Dankeschön, Dankeschön. So, hier, seht ihr, Leute, läuft. Kann man die so nicht sprengen? Ah,
so kann man sie sprengen. Alles klar, sehr schön. Okay, alles klar. Hast begriffen. So, jetzt haben wir einen Riesenwurm gemacht, ja. Der Riesenwurm ist weg. Ah, warte mal, aber hier unten gibt es noch was zu holen. Warte. So, nehmen wir natürlich mit. Dankeschön. So, mal gucken, ob hier unten vielleicht noch irgendwas rumliegt, was wir uns mitnehmen können. Könnte ja sein, ne? Müssen wir uns halt mal ein bisschen umgucken, ne? Okay. Hier sehe ich schon mal gerade nichts. Alles klärchen, da ist auch nichts. Okay, dann können wir ja zurückgehen und können wir dann Bescheid sagen. Ey, Steinbruch wieder sicher. Können weiterarbeiten. So. Ab das Würmchen, das war jetzt schnell weg, du. La 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 la. So, okay. Seht ihr, das ging ratzfatz. Aha. So eine Maschine habe ich noch nie gesehen. Jo. Und auch keine solche Jägerin. Nimm das. Es ist aus dem Steinbruch, aber niemand wird sagen, du hättest es nicht verdient. Möge das Licht stets mit dir sein. Besonders, wenn du Maschinen aus der Tiefe begegnest. Ja bitte, läuft doch. Bemerkenswerte Belohnungskiste. Das können die sonst aber besser. Bemerkenswerte Belohnungskiste. Warte mal, Inventar. Schatzkisten, was ist da drinne? Ha, hier, guck mal, läuft. Läuft. Ah, dankeschön. So, das hier konnte ich ja noch nicht nehmen. Nee, konnte ich nicht. Alles klar, sehr schön. Ach, Freunde, da bin ich ja mal glücklich, ne? So, flupp. Heiligsblechle. Sehr schön, okay. Begib dich nach Schöpfers Ende. Hatten wir nicht noch irgendeine andere Quest gehabt, was wir vielleicht noch machen könnten? Warte mal, ich gehe mal hier. Aktiv. So, suche nach Hinweisen auf die Identität der unbekannten Frau. Wer war sie? Ja, sie war wahrscheinlich... Ja, genau. So, warte mal, was war das hier gewesen? Schöpfers Ende. Was war das hier? Warte mal. Erens Schwester Ersa wurde von Schattenkarcher überfallen und ermordet. Er will... Ach so, ja, genau. Leute, jetzt erstmal in der nächsten Folge machen wir dann erstmal das mit Erend. Ne? Das ist nämlich wichtig. Das müssen wir machen. Ja, Erend soll das aufgeklärt bekommen. Das ist ja klar, ne? Leute, jetzt seht ihr aber erstmal hier an der Seite zwei wunderbare Videos plus natürlich die Playlist und die Verlinkung zu meinem Hauptchannel. Schaut da gerne auch mal vorbei. Würde mich natürlich freuen. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal einen traumhaften Tag. Bleibt mir natürlich gesund. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein!